Er machte die Deutschen mobil, Jürgen Skafte Rasmussen. Niemand produzierte zwischen den Weltkriegen mehr Motorräder. In Schopau im Erzgebirge baute Rasmussen unter dem Kürzel DKW die größte Motorradschmiede der Welt auf. Mein Großvater hat immer daran gedacht, ein Fahrzeug auf den Markt zu bringen, das für die große Masse erschwinglich ist. Das Schopauer DKW-Werk firmiert in der DDR unter dem Kürzel MZ. Bei MZ montiert man auch in den 70er Jahren mehr Zweitaktmotorräder als bei jedem anderen Hersteller. Ohne Rasmussen undenkbar. Doch wer war Jürgen Skafte Rasmussen? Ein Kapitalist und Ausbeuter, wie ihn die DDR sah? Ein visionäres Ingenieursgenie? Oder ein Nazi? Warum kommt ein dänischer Kapitänssohn um 1900 ins Erzgebirge? Jürgen Skafte Rasmussen hat in seiner Heimat Schlosser gelernt und beginnt in Mittweida, einem Städtchen nahe Chemnitz, ein Studium des Maschinenbaus und der Elektrotechnik. Das weltberühmte Technikum lockt Rasmussen nach Mittweida. Wie das Archiv der heutigen Hochschule verrät, studierten hier Industriepioniere wie August Horch oder ein Sohn von Adam Opel. Rasmussen bleibt 2 Jahre, macht seinen Abschluss dann an der neu gegründeten Ingenieursschule Zwickau und steckt voller Ideen, Ehrgeiz und Tatendrang. Mittweida war eine sehr bekannte Hochschule, also in der man als Techniker eine gute Ausbildung bekommen konnte. Und da Sachsen auch eine gute Basis von der Industrie, von der Metallverarbeitung her bot, ist er sicher dann gleich hier hängen geblieben. Rasmussen gründet in Chemnitz, dem Manchester Deutschlands, seine erste Firma und kauft 1906 eine stillgelegte Tuchfabrik bei Schopau. Das Werk wird er zum Markenkern eines Kfz-Imperiums entwickeln. Es sind eben diese Gebäude, die für den ungeheuren Aufschwung, aber auch den Abstieg der Marken DKW und MZ stehen. Diese stillgelegte Tuchfabrik hat Rasmussen für 55.000 Mark gekauft, samt Inventar. Und hat dann hier angefangen, diese Dampfarmaturen, die er in Chemnitz verkauft hat, hier auch wirklich zu produzieren. Es waren Leute vorhanden, die Metallwerker waren, die gute Schlosser waren und so weiter. Und obendrein war das Lohnniveau im Erzgebirge sehr niedrig. Schon beschäftigt er 70 Mitarbeiter. Die Schopauer Maschinenfabrik J.S. Rasmussen produziert Dampfkesselzubehör. Aber auch eine Gabelputzmaschine. Rasmussen meldet Patente an, holt sich Teilhaber, Geldgeber und Ingenieure in die Firma, macht rasch gute Geschäfte. Und er wird zum Profiteur der ersten großen Katastrophe des 20. Jahrhunderts, dem Ersten Weltkrieg. Sicherlich hat ihm der Krieg nicht geschadet. Während des Ersten Weltkriegs hat er Rüstungsgüter hier produziert, speziell. Was genau? Zündkapseln und Granatzünder. Ja, wurden ja damals in großer Stückzahl benötigt und Rasmussen hat das erkannt. Er hatte schon immer ein Gespür für den Bedarf der Zeit und hat sich sofort auf diese Sache eingestellt. Die Beschäftigtenzahl stieg in der Zeit von etwa 70 auf über 400. In den Kriegsjahren lässt er sich diese Villa bei Schopau bauen. Rasmussen gehört das halbe Tal. Das prächtige Anwesen genügt großbürgerlichen Ansprüchen, umfasst einen Teich, Gewächshäuser, einen Weinkeller.
dann hat er es Stück für Stück erweitert und im Stil einer erzgebirgischen Kirche das Ganze bauen lassen. So erklärt sich auch der Glockenturm, so erklärt sich das Opferbecken, so erklärt sich auch die Einbuchtung für die Marienstatue. Und wenn man sich den Eingang mal anguckt, er ist wie ein Kirchenportal. 9 gotische Spitzbögen und schwere Holzvertäfelungen zeugen vom Reichtum Rasmussens. Der zugezogene Däne legt mit den erzgebirgischen Kirchenzitaten ein Heimatbekenntnis ab. Ein Relief im Speisesaal zeigt ein Wikingerschiff und erinnert an den Vater, einen Kopenhagener Kapitän. Im Weinkeller gibt es ein Opferbecken, aus dem bei Partys der Champagner geschöpft wird. Ich weiß aus einer Geschichte von einem Verwandten von dem Herrn Rasmussen, der mal hier gewesen ist, dass unten in diesem Weinkeller auch teure Brände gelagert wurden, hinter verschlossenen oder eingemauerten Nischen im Prinzip mit Stahltüren davor. Ja, also kurzum, Leben, Arbeiten und Feiern fand hier statt. Rasmussen, der Lebemann. Ihm werden Affären nachgesagt. Fakt ist, in der Villa lebt der Unternehmer mit Frau Therese und mit seinen 4 Kindern. Einer erstgeborenen Tochter sowie 3 Jungen. Ehefrau Therese holt er sogar in den Aufsichtsrat seines zum Konzern gewachsenen Unternehmens. Eike Grübnau stammt aus Norddeutschland und hat die Rasmussen-Villa bei einer Fotopirsch im Erzgebirge entdeckt. Er verliebte sich in das Anwesen, obwohl es dem Haus durch jahrzehntelange Fremdnutzung und Leerstand nicht gut ergangen war. Die teilweise ruinöse Villa will er mit Spenden und Eigenmitteln restaurieren. Das, was ich hier versuche, ist ja ein Bewahren und ein Offenhalten für die Zukunft, weil ich es halt eigentlich für ein Industriedenkmal halte. Zurück zum Geschäft. Die Benzinknappheit während des Ersten Weltkrieges haben Rasmussen an Dampfkraftwagen, abgekürzt DKW, experimentieren lassen. Doch die schweren Dampfrosse erweisen sich als Irrweg. Stattdessen entwirft einer seiner Ingenieure einen kleinen Viertel PS Zweitaktmotor. Er soll die Kinderzimmer revolutionieren. Aber natürlich, dieser Zweitaktnebel, den wollte bestimmt jede Mutter möglichst vermeiden im Kinderzimmer. Also das war ja dann wesentlich schlimmer vom Abgas her als eine Dampfmaschine. Den auf eine Pferdestärke getunten, so robusten wie billigen Zweitaktmotor lässt Rasmussen von seinen Konstrukteuren hinter dem Sattel eines Fahrrades anbringen. Solche Drahtesel mit Hilfsmotor nennt der Volksmund zutreffend Arschwärmer. Die Dampfkraftwagen sind Geschichte, nur der Name DKW bleibt und erweist sich als Glück für Rasmussens PR-Strategen. Die DKW-Buchstaben sind so geblieben, also das Knabenwunsch, dann der Dampfkraftwagen und das kleine Wunder. Das Ding war so erfolgreich unter dem Namen Arschwärmer, weil es halt hinten die Wärme produziert, dass man damit die ADAC-Reichsfahrt mehrfach gewonnen hat und zu Anfang der 20er Jahre sich ein legendärer Ruf in ganz Deutschland ausbreitet, was die Erfolge der Firma Rasmussen betraf. Solche DKW-Motorradsessel, Vorläufer des Motorrollers, floppen. Doch der Zweitaktmotor als Antrieb bleibt. Und mit dem sogenannten Reichsfahrtmodell, kurz RT, landet Rasmussen einen Volltreffer. Auch die 100er und 200er DKW werden Verkaufsschlager. Das Zschopauer Schloss Wildeck zeigt Glanz und Gloria, Chrom und Lack der DKW-Ära. Neben bildschönen Luxusmaschinen liegt das Erfolgsrezept für die hohen Stückzahlen vor allem im Bau von preiswerten Brot- und Buttermaschinen, die sich auch ein Arbeiter leisten kann.
700-800 Mark waren so die preiswerten Fahrzeuge. Für eine 500er zum Beispiel, die konnten sich schon wieder bloß Fabrikantensöhne oder Großbauernsöhne oder so leisten, die ging dann schon 1200, 1300 Mark. Das war schon der Preis eigentlich für ein ganz billiges Auto. Rasmussen führt ein damals sensationelles Geschäftsmodell ein, die Ratenzahlung. Ein Motorrad in kleinen Beträgen abzustottern, das gab es in Deutschland bisher nicht. Es hat viele Leute gegeben, die haben sich zu der Zeit noch nicht mal ein Fahrrad leisten können, was nur 80 Mark gekostet hat. Aber die Arbeiter bei Rasmussen haben eben auch schon relativ gut verdient. Und dann kam diese Teilzahlung dazu. In den 20er Jahren hatte Karl Hahn, der Verkaufsleiter bei Rasmussen, die Idee, da dann führen wir doch hier eine Art Ratenzahlung ein. Das ist auch dann für die Leute noch erschwinglich, die halt die 1000 Mark nicht sofort auf den Tisch legen können. Die zweite bahnbrechende Idee kam ihm auf einer seiner Amerika-Reisen bei Ford. Die Fließbandmontage. Im wahrsten Sinne des Wortes, am Fließband werden nun in Schopau Motorräder montiert. Bis zu 60.000 Maschinen im Jahr, das ist Weltrekord. Ende der 20er Jahre beschäftigt er 15.000 Mitarbeiter. Rasmussen kauft ständig Betriebe dazu, will sich unabhängig von Zulieferern machen. Selbst Kühlschränke lässt er fertigen, nahe Zschopau in Scharfenstein. Nun ist er der König im Erzgebirge und einer der ganz großen Wirtschaftsbosse in Deutschland. Der in Zwickau und Berlin-Spandau sogar Autos der Marke DKW montieren lässt. Selbst an der Produktion von Flugzeugen und Kleintransportern hat er eine Aktie. Dann kamen die Frankenberger Motorenwerke dazu, also in Frankenberg und in Hainichen. Diese Betriebsteile, woraus Framo entstanden ist, was dann später in DDR-Zeiten die Barkas-Werke waren. Ein Framo-DKW 1927 bei der Arbeit in Chemnitz. Zschopau, das Strumpfwirkerstädtchen, ist nun eine Industriemetropole. Um der Wohnungsnot Herr zu werden, lässt Rasmussen eine ganze Werksiedlung, die DKW-Siedlung, errichten. Einfache Häuschen für Arbeiter und Angestellte. In einem Rasmussen-Haus, es ist sehr gut gedämmt und hat praktisch Niedrigenergiestandard, lebt Irmgard Mehlhorn. Sie hat Rasmussen noch persönlich gekannt. Sie ist 105 Jahre alt, Jahrgang 1912. Ein Ökohaus, diese Idee sei typisch für Rasmussen, so Frau Mehlhorn. Da hast du immer das Gespür dafür, das ist jetzt das Kommende. Und wichtig, das ne? Das klappt jetzt. Ja. Also, alles andere weg, das geht vor. Diese Fotos zeigen Frau Mehlhorn mit ihrem Mann Felix, der Buchhalter bei DKW war. Der Gatte besaß sogar werksgestützte Sozialversicherungen, wie Enkelin Beate Stöckel entdeckt. Ich finde auch ganz fantastisch, dass der Dr. Rasmussen eigentlich für seine Arbeitnehmer eine Krankenkassenversicherung und eine Arbeitslosenversicherung mit abgeschlossen hat. Ja. Jürgen Skafte Rasmussen, der gute Kapitalist? Vielleicht. Zur Überlieferung gehört, dass er in Stoßzeiten selbst mitmontiert. Und fest steht, DKW-Arbeiter verdienen gut, bis sehr gut. Die Spanne lag so in den 30er Jahren zwischen 200 und 300 Mark im Monat. Also die Leute hatten immer ein sehr besonderes Verhältnis zu ihrem Betrieb. So, heute arbeite ich hier, morgen arbeite ich dort, das gab es dort nicht. Man hat eigentlich sein Leben lang versucht, in diesem Betrieb zu arbeiten.
und zu wohnen. Mit Zeitungsausschnitt von bei einem Treffen des DKW-Siedlungsvereins. Manche Mitglieder leben seit Generationen in den Rasmussenhäusern. Regelmäßig kommen sie in der alten Werksleitung zusammen. Übrigens am originalen Konferenztisch der DKW-Manager. Die Goldmedaille ist das gewesen. Mein Vater, der ist dort das erstgeborene Kind gewesen in der DKW-Siedlung. Also man hängt schon noch irgendwie an der Geschichte da dran. Für jedes Haus erstellen wir so ein Blatt. 68 Häuser sind es und versuchen dort die ganze Geschichte vom Erstbesitzer bis zum jetzigen Besitzer festzuhalten. Das ist mein Onkel, der ist Rennfahrer gewesen bei DKW. Von Ende der 20er Jahre bis in die 36er Jahre. Das war ein Bild hier, da ist er im Windkanal, das am Bodensee ist. Das, da haben die ihre Maschinen getestet. Haben die schon überall solche Papier? Ja, die Fäden hier, weißt du? Ja, genau. Ja, ja. Ein Motorradrennen auf der Berliner Avus 1922. Mit Begeisterung betreibt Jürgen Skafte Rasmussen eine eigene Rennsportabteilung bei DKW. Der Konzernchef gratuliert einem Sieger. Rasmussen ist der beleibte Herr mit Melone. Namen wie Otto Geis oder Walfried Winkler oder auch später auch Ewald Kluge hatten Weltruhm. Ja, also die haben jede Menge Europa-Weltrekorde aufgestellt. Meister aller Klassen. Ja, also war, DKW war damals kaum zu schlagen. Die DKW-Sportabteilung ist die größte der Welt und dominiert bis zum Zweiten Weltkrieg, holt in Serie deutsche und Europameistertitel. Natürlich ist es ein Werkspilot, der erstmals als Festlandeuropäer die berühmte Trophy auf der Isle of Man gewinnt. Die sportlichen Erfolge lassen die Verkaufszahlen hochtouren. Und wie in diesem Werbefilm fördert Jürgen Skafte Rasmussen Frauen auf dem Motorrad, selbst im Rennsport. So auch seine geliebte Tochter Ilse, die eine begeisterte Bikerin wird. Das ist keine Sportmaschine, sondern eine in vielen 10.000 Stück gebaute DKW. Lutz Frommann hat sie restauriert und testet das gute Stück im mittleren Erzgebirge. Das ist ein häufiges Vorkriegsmodell, 200 Kubik, eine KS200, hat 7 PS. Das war so ein Motorrad des kleinen Mannes, kann man das sagen? Kann man so sagen, ja, weil bis 200 Kubik war es meines Wissens steuerbefreit. Dadurch eben für viele erschwinglich. Fährt die sich anders als ein modernes Motorrad? Ja, sicherlich. Die ganze Federung, die Bremsen, ist alles ein bisschen für die damalige Zeit halt gebaut. Na, eher härter, hinten ungefedert. Die Gabel vorne hat auch keinen großen Federweg. Wenn man sich darauf einstellt, kann man durchaus mitfahren. Halt. Nicht auf der Autobahn, aber so kleine Landstraßen. Sein Arbeitsplatz bei Chemnitz. Frommann hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Der Kfz-Meister schraubt an DKW, aber auch an Zündab und Wanderer. Im Nachbarraum haben sie einen DKW F5 in der Mangel. Das F steht für Frontantrieb. Auch so eine DKW-Errungenschaft. Heute fahren die allermeisten Autos mit dieser Technik. Der Wagen hat eine Holzrahmenkarosse. Das ist ein DKW F5 Luxus Cabriolet. Also der Rahmen ist schon fertig. Darauf sitzt ein neu gefertigtes Holzgestell. Also das wurde nach originalem Muster nachgefertigt. Und jetzt kommt Blech drüber. Verwendung findet Escheholz. Das ist leichter und preiswerter als Stahl. Skifahrer werden es wissen. Esche bildete früher den Kern eines jeden Langlaufbrettes. Ist biegsamer, hält die Nägel gut fest und ist einfach für Karosseriebau oder Kutschenbau am besten geeignet. Der Karosserieblechner macht aus planen Tafeln runde Kotflügel, ein Maßschneider und Künstler im Blech. Da gibt es spezielle Maschinen dazu und Erfahrung und Talent. Also das ist ein bisschen wie Geige spielen, das heißt, man kann üben, 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 aber man braucht auch ein bisschen Talent dazu. Dann kommt die Farbe drauf, also wird es lackiert. Und dann geht's zum Sattler.
Der macht Verdeck, Innenausstattung und die ganzen Türverkleidungen und so weiter. Die Karosserien sind in Berlin gebaut worden und in Zwickau ist das Ganze montiert worden. Selbst Rennwagen werden gebaut. Von diesem Modell entstehen 5 Stück. DKW-Liebhaber Frieda Bach hat diese Schönheit als Dauerleihgabe dem Chemnitzer Fahrzeugmuseum vermacht. Das ist ein DKW F1 im Grunde genommen, also die Technik, das vorgestellt ist, alles vom Serien F1 mit einem Motorrad-Rennmotor. Sportwagen und Rennstall, Kühlschränke und Kleintransporter, Getriebe und Motoren. DKW wächst und wächst. Rasmussen investiert, nicht selten auf Pump. Rasmussen hat ziemlich viel Geld verbrannt und auch versenkt. Und da ständig neuer Kapitalbedarf da war, musste die Sächsische Staatsbank einspringen. Das war seine Hausbank. Die Weltwirtschaftskrise erschüttert 1930 den sächsischen Fahrzeugbau. Wie Blei stehen die noblen 2- und 4-Räder in den Verkaufssalons. Da drängt die Sächsische Staatsbank auf einen Zusammenschluss der Produzenten Horch, Audi, Wanderer und DKW. Es waren zeitweise über 20 Millionen Mark, die dort an Schulden standen. Und das hat auch eine Firma wie der Rasmussen-Konzern nicht so ohne weiteres weggesteckt. Audi, DKW, Horch und Wanderer werden im Zeichen der 4 Ringe zwangsvereinigt. Die Verhandlungen haben zu Teilen in der Rasmussen-Villa stattgefunden. In diesem Raum, an diesem Tisch, soll mutmaßlich die Geburtsurkunde der Autounion, heute Audi Ingolstadt, unterzeichnet worden sein. Bis Ende 1934 sitzt er im Vorstand der Autounion. Doch es gibt Streit. Und Rasmussen geht, oder richtiger, er wird gegangen. Tatsache ist, dass sich die Spannungen innerhalb des Vorstands der Autounion immer mehr zuspitzten. Rasmussen hatte wahrscheinlich die heimliche Hoffnung, dass sich über die Verstaatlichung seines Konzerns unter dem Namen Autounion eine gewisse Sanierung anbietet, dass sich dann die wirtschaftliche Lage stabilisiert und dass er dann in der Folge seinen Betrieb wieder übernehmen kann. Also praktisch mit einer Reprivatisierung dieser ganzen Angelegenheit. Dass diese Rechnung so nicht aufgegangen ist, hat ihn verbittert. Womöglich aus Frustration begeht er den wohl größten Fehler seines Lebens. Rasmussen wendet sich an Adolf Hitler und hofft, dass der Diktator ihn zurück in die alte Position hieft. Hitler übernachtet angeblich sogar auf Einladung Rasmussens in der Villa bei Zschopau. Das war noch bevor diese ganzen Kriegsvorbereitungen waren, das war noch bevor überhaupt irgendetwas mit Judenverfolgung oder sonstigen Geschichten zu tun hatte. Da war die Situation noch sehr, sehr neutral. Allerdings hat er sich 1934 in einem Interview mit einer dänischen Zeitung als Verehrer Adolf Hitlers zu erkennen gegeben. Das hatte sicherlich auch wirtschaftliche Gründe, denn im damaligen Deutschen Reich in dieser Größenordnung erfolgreich wirtschaftlich zu agieren, war natürlich mit gewissen politischen Kompromissen verbunden. Und jeder musste halt für sich selbst entscheiden, wie weit geht er hier. 1938 schenkt Rasmussen der Stadt Zschopau ein Glockengeläut für das alte Rathaus und zeigt sich gesellig unter den örtlichen Nazi-Größen. Ähnliche Bilder gibt es auch von Ferdinand Porsche und anderen Großindustriellen. Und doch bleibt die Anbiederung an das Regime ein Makel, ein Tiefpunkt in Rasmussens Lebensbilanz. So hat Rasmussen auf persönliche Anweisung Hitlers eine Entschädigung von über 1 Million Reichsmark erhalten und dazu den Doktoringenieur der Technischen Hochschule Dresden. Die Abfindung von 1,3 Millionen Reichsmark entspricht der heutigen Kaufkraft von gut 5 Millionen Euro. Und die Glocken läuten noch immer. Aber er ist endgültig kaltgestellt und raus aus dem aktiven Geschäft. Sein ältester Sohn Hans Werner Rasmussen bleibt in leitender Position. Als Geschäftsführer bei Framo in Frankenberg-Hainichen
dem späteren Barkers-Werk. Aber DKW-Fahrzeuge rollen nun ohne den Patriarchen für den totalen Krieg und in die totale Niederlage Deutschlands. Das waren dann schon die führenden Köpfe der Audi-Union, die das erkannt haben, dass eine Rüstungsindustrie aufblüht. Es gab dann Direktiven von ganz oben aus Berlin, die bestimmt haben, in welchem Betrieb was hergestellt wird, welches Kontingent an Menschen, an Material, an Maschinen dort zur Verfügung gestellt. Damit hatte aber Rasmussen schon nichts mehr zu tun. Das Abenddämmern seines Lebens gerät tragisch. 1939 erliegt Rasmussens Tochter Ilse einer schweren Krankheit. Und nach dem Krieg wird sein Sohn Hans Werner von der sowjetischen Besatzungsmacht verhaftet und in ein Internierungslager geschleppt. Dort stirbt er noch 1945. Rasmussen selbst ist noch immer dänischer Staatsbürger und kann über Flensburg nach Kopenhagen fliehen. Von seinen vier Kindern waren zu der Zeit schon zwei tot, was natürlich ein ganz harter Schicksalsschlag ist. Er hatte in Deutschland hier im Prinzip ja alles verloren. Seine Immobilien lagen ja alle hier im Bereich der sowjetischen Besatzungszone, also er hatte keinen direkten Zugriff mehr. In Sachsen beginnt das personelle Ausbluten unter Mitnahme von technischen Unterlagen in den Westen. Dort startet die Auto-Union, heute Audi AG, neu durch. Der gesamte Vorstand der Auto-Union setzte sich ja zum Kriegsende Richtung Westen ab, nach Bayern. Und dort wurde ja dann kurz nach dem Krieg das Auto-Union Zentraldepot für Ersatzteile gegründet, was dann schließlich über mehrere Zwischenschritte, sagen wir mal, eine der Entwicklungsstufen der Firma Audi darstellte, wie wir sie heute kennen. Trotz der Industriedemontagen durch die UdSSR halten die Arbeiter den Geist des Alten hoch und etablieren auf DKW-Basis MZ, das Motorradwerk Zschopau, das später zu den stückzahlstärksten Motorradbauern der Welt zählt. Diese Art und Weise, wie man mit seinem Betrieb und wie der Betrieb mit den Leuten umgeht, ist aus den 30er Jahren einfach weitergetragen worden in MZ hinein. Sonst hätten die Leute, diese Mitarbeiter von MZ, sich nie so engagiert für ihren Betrieb. Bis in die 70er Jahre kann die MZ-Sportabteilung auf der Straße international mithalten. Im Enduro-Bereich dominieren MZ-Werksfahrer um Stars wie Harald Sturm oder Jens Schäffler sogar bis weit in die 80er. Doch nach 1990 fruchten alle Rettungsversuche nicht. MZ stirbt. Die Motorradstadt Zschopau ist Geschichte. Aber der Industriepionier Jürgen Skafte Rasmussen lebt in seinen Motorrädern fort, weltweit. Die RT 125, die ist ja nach dem Auslaufen der Patente oder als die nach dem Krieg dann nicht mehr geschützt war, in aller Welt nachgebaut worden. Diese RT 125 ist das meistkopierte Motorrad der Welt. Es sind insgesamt mit Lizenzbauten über 5 Millionen Exemplare gebaut worden, darunter auch übrigens von Harley Davidson und Yamaha. Ohne Rasmussen, ohne DKW, kein Trabi, keine MZ. In Dänemark versucht Rasmussen mit seinem Sohn Ove in den 50er Jahren die Marke Disa als neue Motorradlinie zu etablieren. Doch Disa Zweiräder kommen über Kleinserien nicht hinaus. Nach Zschopau ist er nie mehr zurückgekehrt. Jürgen Skafte Rasmussen, der die Deutschen mobil machte, stirbt 1964 in Kopenhagen. Er wird 86 Jahre alt.